So. Okay, da komme ich also auch nicht. Da muss ich irgendwie. Joystick geht schon wieder nicht. Warte mal. Was ist das? Hä? Ach so. Wahrscheinlich bin ich auf die Taste gekommen zum Synchronisieren und bin ich bei Steam gelandet. So, ich muss mal ein bisschen lauter machen. Also, wo komme ich denn jetzt nicht weiter? Also, da komme ich nicht rein, da muss ich das fertige Teil haben. Okay. Und für das Teil muss ich halt. Ja. Eigentlich habe ich doch jetzt im Moor, das habe ich mir doch erst erarbeitet, durch die Verlosung und die steht hier noch alles, muss ich hier weiterkommen. Im Keller. Aber mit dem Keller komme ich nicht weiter. Ich kann kaum etwas sehen. Bald zu dunkel. Oder? Da komme ich einfach nicht weiter. Also brauche ich eine Lichtquelle, eine Fackel. Eine Kerze, eine Taschenlampe. Und ich dachte ja, das ist dieses grüne Leuchten, wo ich diesen Meteor angefasst habe. Ich kann ja mal fragen. Ja, die habe ich schon so oft Trude? gefragt. Hallo Professorchen! Konnten Sie mein richtiges Pfand wiederfinden? Was meinen Sie? Mein Massagestab. Ihren was? Vergessen Sie es. Okay, Licht. Man muss mal gucken. Licht, Licht, Licht. Die braunsche Röhre. Ne, viele sehen, kann Ich ich. muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen? Ohne Strom. Gibt's da eine Steckdose um die Ecke? Nein. Das kann ich hier auch, kann ich mir auch keinen Strom holen. Aber vielleicht, wenn ich den auseinandergenommen habe, der muss ja eingesteckt sein. Leni hat wohl endlich ihren Lieblingsplatz verlassen. Dann kann ich mir vielleicht, aber ich kann mir die Leuchte aus dem Sanatorium Da ja ist eine auch nicht braunsche holen. Röhre drin. Die könnte ich gut für den Da Quantendiskriminator geht er ja nicht gebrauchen. mehr rein. Ohne das richtige Werkzeug bekomme ich das nicht Okay, auf. dafür brauche ich Werkzeug. Das finde ich vielleicht im Keller. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Es muss. Also eine kausale Kette. Du musst erst das machen, dann das und das und das. Jetzt brauche ich Licht. Licht, Licht, Licht. Hier gibt's doch Licht. Licht, 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 Licht. Das kann ich allerdings nicht einsammeln. Aber das hat auch nichts mit Licht zu tun. Eisdiele. Licht, 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 Licht. Ja, komm. Ich gehe einfach weiter. Das geht nicht. Das ist ja beschissener wie vorher. Was ist das hier eigentlich? Achso, okay. Von hier aus gehe ich dann nach da. Licht, Licht, Licht. Da, 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 da. Da leuchtet doch was links. Ich frage dich nochmal. Hey, Sweetheart! Weil habe ich mit der nicht Guten alles Abend! durchgeredet. Auf Ich Wiedersehen. muss weiter. Das ist ja nicht so, aber hier hat's Licht. Die Laterne flackert unruhig. Ja. Klassischer Fall von Lichtverschmutzung. Okay. Ja, hilft mir auch nicht, wenn ich jetzt die Glühbirne zusammenschraube, da fester. Mal dagegen getreten. Was sind das jetzt hier? Ein Schwarm Glühwürmchen hat sich um die kaputte Straßenlaterne versammelt. Vielleicht halten sie die Laterne für ihren Gott. Wie wohl das Leben als Glühwürmchen ist? Aha.
Wenn ich wieder davor trete? Die Laterne flackert unruhig. Kann ich die irgendwie Klassischer einfangen? Fall von Lichtverschmutzung. In so ein Marmeladenglas? In so ein Gurkenglas? Gucken, was habe ich denn für Optionen? Gar keine. Gurkenglas, Gurkenglas. Irgendwo ein Gurkenglas? Im Keller vielleicht. Vielleicht unter dem ganzen Müll da. Ich will einfach nur weiter. Das ist nervig. Dieses Schnellreisen ist nervig. Ich will nicht ins Moor. Ich will zu dem Typen da. Okay. Müsste hier sein. Vielleicht finde ich hier irgendein Glas. Hier habe ich. Dann könnte ich die Krähen, aber das hilft mir nichts. Suchen. Ich sehe eine mittelschwere Umweltkatastrophe. Das ist ja toll. Ich kann mir nicht alles einzeln angucken. Hä? Wenn ich hier auf das. Hä? Wenn ich hier auf das, dann kann ich doch irgendwie was nehmen. Ja, durchsuch mal den Müll. Jetzt geht nicht nochmal. Ich glaube, ich muss das hier alles angucken. Wo ist denn hier ein Gurkenglas? Was soll ich mit dem. Den Mülleimerdeckel hat er jetzt eingesammelt. Wozu? Hä? Ich muss die Krähen nochmal machen lassen. Ich bringe die so, fördern die was zutage. Irgendein Glas. Oder eine Laterne, so eine Petroleumlampe oder. Okay. Damit. Vielleicht nehme ich aber mal den Mauszeiger. Das muss man alles einzeln einklicken. Das ist ja noch schwieriger. Guck mal, was habe ich denn da? Nee, da macht dieses Ding hier irgendwie, ist das schon einfacher. Was hat er denn hier gemacht? Hat er da irgendwie. Ah, guck mal, da kann ich nämlich auch noch was. Achso, da kann ich zurückgehen. Nee, Zettenglas da oben. Die Birnen sehen aus wie Glühbirnen. Kann ich die irgendwie pflücken? Was ist das? Schlummermorche gefährdet. Vielleicht komme ich ja mit dem Mülleimerdeckel zu den Schlummermorcheln. Und mit den Schlummermorcheln kann ich dann. Vielleicht steht der Typ da oben drauf und gibt mir dann Gurkenglas. Das wird so abgefahren. Das ist ja überhaupt keine Logik hinter. Hat er irgendein Glas bei sich im Kühlschrank? Ist das der Kühlschrank überhaupt hier?
Da, nimm doch die Flasche. Ich kann sie nicht nehmen. Die steht jetzt warum, aber die darfst du nicht Detaillierte nehmen. Detaillierte Blaupausen zum Bau eines Bunkers. Verrückt. Was ist hiermit? Diese Glühbirne wird mit Windenergie betrieben. 100% Ökostrom. Wow. Detaillierte Blaupausen zum Bau eines Bunkers. Verrückt. Auf gar keinen Fall. Messing ist mein Kryptonit. Mit Kontaktallergien ist nicht zu spaßen. Ich möchte hier nicht rumschnüffeln. Selbstschutz. Dort hängt ein Einkaufszettel. Notrationen, Konserven, Dauerwurst, Alufolie, Illustrierte. Und die Anfangsbuchstaben ergänzen sich zu Nkndai. Und die Endbuchstaben zu Nc. Nehmen wir zweiten Buchstaben zu Oal. Die dritten zu Tnalu. Was ist mit Ihrem Eichhörnchen? Das ist mein Freund Dösi. Müder Typ. Special Agent Hans Tannhauser. Sie waren aber ganz... Natürlich, wirf mal einen Blick. Ah, stell ihn da. Das sind die. Die versuchen mich... Für mich... Na, sie versorgen. Wie um die Wesen, wenn man... Ich hab genug gehört. Danke für das Gespräch. Komm jederzeit wieder. Ich auch nicht. Dann können wir gerne ins Detail gehen. Ich verstehe die ganze Scheiße nicht. Das wird so abstrus hier, das ist schon kein Spaß mehr. Das war schon scheiße mit dem riesen Stalltor. In der Reihenfolge rausfinden. Habe ich eine Anthropologin dabei? Naja, hat sich ja dann rausgestellt, dass sie keine ist, sondern irgendwie, keine Ahnung, Verräterin. Hier gibt's echt kein Glas. Hier gibt's so viel Zeug. Muss ich rausgehen und wieder reingehen? Ich gehe jetzt erstmal ins Moor und guck, ob der Mülldeckel da mir hilft, zu den Dings zu kommen. Ich komme von hier leider nicht ran. Hier habe ich gerade irgendwie. Da? Den Mülldeckel. Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Warum denn nicht? Hier den Mülldeckel? Wieso funktioniert das denn nicht? Gute Idee, aber das würde nicht funktionieren. Hier, das. Diesen Bereich überdecken. Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Die braucht er wohl nicht mehr. Sie haben ihren Dienst getan. Bis zum Schluss. Ach, jetzt kann ich die Gummistiefel nehmen. Was mache ich mit Gummistiefeln? Dazu hatte ich schon einen. Ja, dann Spaß dir. Ist nämlich Gummistiefel. Was soll ich mit Gummistiefeln? Oh, ganz knochig. Aber die Gummistiefel sind gut. Die halten immer noch. Ich komme von hier leider nicht ran. Ja, du hast eine Angel. Da.
Du hast eine Angel. Ja, die Angel hat er nicht mehr. Du hast außerdem noch dieses Dings. Dings da Bums da. Da kannst du doch durch drüber schwimmen. Oder leg hier irgendwie den Gullideckel hin. Die Gullideckel, sag ich schon. Den Mülleimerdeckel. Ich will noch angucken. Dann kann ich noch die Krähen holen. Wozu nur? Verschlossen. Ja, dann nimm die Hacke und hack das Ding kaputt. Der dritte im Inventar. Hau drauf. Ich weiß nicht. Was kann ich mit dem noch machen? Nix. Jetzt hätte ich hier einen Teil. Jetzt habe ich noch Gummistiefel. Was soll ich mit Gummistiefeln? Das hilft ja auch nichts, wenn ich hier die Krähen holen oder finden die dann wieder was. Ich suche mir noch eine Lösung für das Spiel. Jetzt kommen die Krähen, ja, schön. Ändert sich irgendwie was? Nee. Ändert sich nichts. Kann ich jetzt dahin? Nee. Kann ich jetzt hier? Den Mülldeckel? Gummistiefel und Mülldeckel. Ach, beides gute zusammen. Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Nicht? Wieso denn nicht? Gummistiefel und... Ich weiß zwar nicht, wozu der Mülldeckel, aber... Gute Idee, Hans, aber das würde nicht vielleicht funktionieren. Fehlt noch mehr. Es gibt dieses... Ich muss also von hier nach darüber. Oh, da hinten geht's nicht lang. Also hier. Und da fehlt mir noch was im Inventar. Ein Gummistiefel. Den Mülldeckel. Und ein Brett oder was? Weiß ich, wozu ich die Gummistiefel, Mülldeckel. Die beiden brauche ich dafür. Ja, und das. Ich habe doch hier auch noch dieses Schwimmdings da Bums da. Da schwimmt hier. Verschlossen. Das Skelett. Gummistiefel, Mülldecke. Irgendwas brauche ich noch. Das ist so unlogisch. Warum nicht einfach mein Gefährt, was ich da habe, ja? Das hier. Und fahr mit dem. Ich lande nicht hier an, sondern da an. Schwupp, bin ich da. Was soll der Blödsinn? Nein, ich muss mir jetzt irgendwie irgendwas konstruieren, was total abgefahren ist, auf das man nicht kommen kann. Um darüber. Warum? 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 Also ein bisschen was Lustiges kombinieren ist ja okay. Aber wenn es dann eins nach dem anderen so beschissen, abstrus wird, das, ja. Was macht man jetzt natürlich? Wie in jedem Adventure, was so beschissen schwer ist? Ahoi!
Man klappert alle Locations ab und guckt, ob man da irgendwie noch was findet, was eventuell Sinn macht. Ein bisschen hilft einem das ja schon. Man kann ja hier dagegen treten. Man sieht, da kann man was mitmachen. Früher musste man ja ganze Sätze eingeben, ganz am Anfang. Trete gegen die Laterne oder sowas. Und das am besten noch auf Englisch. Aber jetzt habe ich jetzt nichts, sonst würde das Zahnrad aufleuchten. Ich habe nichts. Das ist auch doof, dass man manche Sachen nicht machen kann. Sag mal, da habe ich ja alles. Und dann auf einmal passiert dann wieder was. Und dann kann man es doch machen. Verschlossen. Kann ich mir hier nichts gucken? Vielleicht hat er noch was. Ahoi! Ich muss da mal wieder. Passe auf dich auf! Der ist schon alles? Ich hab schon genug. Mit dem noch mal reden. Kann sein, dass der Typ jetzt. Mein Herr? Herr Tannhauser, schön Sie zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Dass Seite. Dass der Spieler jetzt auch mal spielt. Muss es war mir eine Ehre. Bis bald, Herr Tannhauser. Scheiße, nee, Moment, Kumpel, ich muss mich noch ein bisschen aufwärmen. Geht gleich los, Kumpel. Ja, Kumpel, halt die Fresse, Kumpel. Außer Konkurrenz. Das ist eine Schießbude für Kinder. Und wenn ich jetzt tröte, kommen die Krähen an. Manche stehen so hier auf die Schießbude. Das hilft mir ja nur nichts. Kann ich die wieder anwählen? Außer Konkurrenz. Das ist eine Schießbude für Kinder. Und der da mit dem Gewehr, dem kann ich mich nicht mal unterhalten. Und er sagte, ich hasse Zuckerwatte. Dann nimm doch dieses Teil da oben. Ich weiß nicht. Hier was neu? Nee. Ich dachte, hier wäre was neu. Dann haben wir schon nicht die Dorffest. Ne, das hängt da auch noch. Ja, dann gehen wir hier nochmal hoch. Vielleicht ist da jetzt schon wieder irgendjemand. Soll ich da nochmal gucken? Man kann über das ganze Tal schauen. Was sich am anderen Ufer befindet, bleibt ein Geheimnis. Nochmal schauen. Kann ich noch mal gucken? Auf der anderen Seite des Sees ist ein Meteorit eingeschlagen. Ja. Da war ich ja. Das Ding ist auch sehr geheimnisvoll. Die Dinger, was. Keine Ahnung, was das sind. Diese Kästen. Verschlossen. Kann ich mit leeren Händen zum Portal zurückkehren? Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich laufe hin und her und her und hin.
Vielleicht ist dann in dem ganzen Wirrwarr im Zimmer doch noch irgendwie ein Glas, jetzt wo ich weiß, wonach ich suchen soll. Oder beim Buffet. Ich guck mal beim Buffet, gibt es hier irgendwo ein Glas? Ich möchte das Buffet nicht einpacken. Es gehört eigentlich direkt in den Müll. Irgendwas stimmt mit der Uhr nicht. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Ich laufe hier immer durch die Gegend, im Kreis, und im Kreis, und im Kreis. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Keine Sorge, der Knopf brennt durch da ein. Das ist an ich dacht. Guck mal, das, da könnte ich doch welche drin fangen, aber... Eine kleine Menge Hydrinos. Was sind Hydrinos? Ja, kann ich die nicht zusammenkippen, dann habe ich eins frei und kann da dann, die... Blümchen mitfangen. Die habe ich dann da drin, dann die ersticken dann. Aber für ein bisschen rein Licht reicht's vielleicht. Oder das da oben einsammeln? Was ist das? Ein leeres Gefäß. Ach, das ist leer! Muss echt auf... Ah, jede ganz gemein versteckt. Der steht mitten auf dem Gerät. Mit 1000 anderen Sheet. Wäre es ganz einfach, hätte ich ja schon lange, lange, lange mitgenommen. Ich guck mir alles an. Anstatt jetzt hier zu sagen, die Karte, nee, hier musst du jedes Mal den langen Weg durchgehen. Ach, shit. Dann will ich nicht zum Moor, nein, ich will hier hin. Das stört die Karte nur. Warum gibt's nicht irgendwie, du drückst einen Knopf und dann hast du die Karte, ansonsten läufst du ganz normal. Ja, jetzt beschwer dich. Die Laterne flackert unruhig. Klassischer Fall von Lichtverschmutzung. Ja, aber wenn man aber immer alles tausendmal macht, dann fällen einem die kleinen tausend... Unperfektheiten tausendmal ins Auge. Und klar fällt einem das dann auf, dass es nicht perfekt ist an den Stellen. Siehst du, jetzt hast du das Ding, jetzt hast du das Glas. Ja, damit gehen wir wieder zurück, weil jetzt haben wir ja eine Lampe. Wir laufen, laufen, laufen. Anstatt dass er einfach weitermacht, kommt jetzt dieses doofe Ding. Da komme ich aber links raus. Immer. Warum kann ich bei dem Hotel nicht rechts gehen, zum Beispiel? Um es abzukürzen? Nein, ich muss immer den langen Weg hier gehen. Das ist einfach nur noch umständlicher dadurch. Nicht besser, umständlicher. Okay, wenn ich zum Moor will, dann ist es eine Abkürzung. Dann haben wir jetzt hier Licht. Da kriege ich dann irgendwas, von dem ich keine Ahnung habe. Vielleicht irgendwas, womit ich dann da im Moor weiterkomme. Oder ein Werkzeug für den... Ich kann kaum etwas sehen. Ja. Leuchtet mir den Weg, Freunde.